Hallo und herzlich willkommen zu den Mario Kart Facts. Ein neues Projekt, ein neues Video. Ich hoffe, es gefällt euch. In jedem Video erzähle ich euch 6 interessante Facts zu Mario Kart. Einer davon ist jedoch frei erfunden und ein Fake Fact. Hier werden alle Mario Kart Spiele berücksichtigt, die jemals auf den Markt gekommen sind. Wenn ihr wisst, welcher Fakt es ist, den ich frei erfunden habe, dann schreibt ihn mir gerne in die Kommentare und stimmt ab beim Straw Poll. Diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, und jetzt schnallt euch an, jetzt geht's los mit den Mario Kart Facts. Fact 1. Versteckte Charaktere. In einigen Versionen von Mario Kart gibt es versteckte Charaktere, die freigeschaltet werden können. Zum Beispiel kann man in Mario Kart Double Dash die Toadette freischalten, indem man alle 16 Spiegelcups im Zeitfahren-Modus mit einem Zeitlimit von jeweils 3 Minuten und 30 Sekunden abschließt. Fact 2. Ursprüngliche Inspiration. Die Idee für Mario Kart kam von einem anderen Nintendo-Spiel namens F-Zero. Shigeru Miyamoto, der Schöpfer von Mario, wollte ein Multiplayer-Rennspiel kreieren, das die beliebten Charaktere aus dem Mario-Universum verwendet. Ursprünglich war das Spiel also als Mario Kart Rennturnier bekannt. Fact 3. Easter Eggs und Geheimnisse. In Mario Kart 64 gibt es eine versteckte Nachricht, die nur sichtbar ist, wenn man das Spiel mit einem speziellen Controller namens Dr. V64 abspielt. Wenn man die Kamera an bestimmten Stellen auf der Strecke positioniert, erscheint die Botschaft "You are Winner" auf dem Bildschirm. Dies ist eine Hommage an eine ähnliche Botschaft in einem anderen Nintendo-Spiel, Star Fox 64. Fact 4. Spezieller Zaubertrank. In Mario Kart Double Dash gibt es ursprünglich Pläne für einen speziellen Zaubertrank-Power-Up, der es dem Spieler ermöglicht hätte, die Größe seines Fahrzeugs zu verdoppeln und so andere Fahrer zu zerschmettern. Diese Idee wurde jedoch aufgrund von Bedenken bezüglich des Gleichgewichts im Spiel verworfen. Fact 5. Mario Kart Arcade GP. Es gibt eine Arcade-Version von Mario Kart, die von Namco entwickelt wurde und exklusiv in Spielhallen zu finden war. Diese Version enthält einige einzigartige Charaktere und Strecken, die es in den Hauptspielen nicht gibt, wie zum Beispiel Pac-Man als spielbaren Charakter. Fact 6. Mario Kart Super Circus Link-Kabel. Mario Kart Super Circus für den Game Boy Advance war das erste Spiel der Serie, das es Spielern ermöglichte, über ein Link-Kabel mit bis zu 3 anderen Spielern zu spielen. Muss man sich mal vorstellen, was früher möglich war. Diese Funktion ermöglicht es den Spielern, ihre Lieblingsstrecken gegeneinander anzutreten, auch wenn sie nicht im selben Raum waren. Na, hast du schon eine Idee, welcher der Fake Fact ist? Dann schreib's mir gerne in die Kommentare und mach bei Straw Poll dein Häkchen. Dann wissen wir alle, was du denkst, welcher der Fake Fact ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, die ganze Idee. Ich freue mich auf euer Feedback. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und macht, was ihr gerne auch immer möchtet. Hier oben links kommt ihr jetzt zur Playlist zu Ich bewerte deine Kombination in Mario Kart 8 Deluxe. Und darunter kommt ihr zur Playlist zu Mario Kart 8 Deluxe Cups Rückwärtsfahren. Nächste Woche Freitag um 20:15 Uhr. In der nächsten Folge kommt die Auflösung. Vielen Dank fürs Zusehen.